Ego. Das hängt einfach damit zusammen, dass unsere Jugend, wie sie heute aufwächst, nicht mehr unter Rahmenbedingungen aufwächst, die man, sag ich mal, als moralisch bezeichnen kann, sondern die wächst unter Rahmenbedingungen auf, die man als von der Ökonomie diktiert bezeichnen kann. Man ist in der Philosophie heute einig, dass Ökonomie und Moral etwas sind, was nicht zusammengeht. Übrigens auch in der Soziologie. Der Niklas Luhmann hat in seinen letzten Lebensjahren mal einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, er ist jetzt dazu eingeladen, um über Wirtschaftsethik zu sprechen, und er tut sich einfach schwer damit, weil die Wirtschaftsethik, das ist für ihn ein ganz großes Geheimnis, und das ist so, und meistens ist das, was man zum Geheimnis erklärt, etwas, das es überhaupt nicht gibt, ja? Wie zum Beispiel die englische Küche, die ja auch ein großes Geheimnis ist, aber in Wirklichkeit gibt es die gar nicht. Ne? Und die Wirtschaftsethik ist auch so etwas, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und der Luhmann hat gesagt, woran liegt das? Das liegt daran, dass das zwei völlig voneinander getrennte Systeme sind, wo es um ein ganz anderes Spannungsverhältnis geht. In der Wirtschaft geht es immer um diesen Dualismus zwischen Gewinn und Verlust, und in der Moral geht es immer um diesen Dualismus zwischen Gut und Böse. Und in der Wirtschaft wird letztendlich, am Ende des Tages, ist jedes Mittel recht, um den Ertrag und den Profit zu erhöhen. Das ist ein Prinzip, das die Moral hinterfragt. Ja. Und deswegen ist Moral und Ökonomie häufig ein Gegensatz war. Und wenn man die Jugendlichen, wie wir sie heute haben, unter der Prämisse dieses ökonomischen Denkens erzieht, dann erzieht man sie zu Leuten, die in erster Linie auf ihren persönlichen Erfolg ausgerichtet sind, die in erster Linie darauf ausgerichtet sind, möglichst viel Profit im Leben zu machen, aber dies mit der Zeit verlernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dieser Unterschied ist der Generation, mit der wir es heute zu tun haben, nicht mehr so geläufig. Das heißt, wenn uns dieser Unterschied nicht mehr so geläufig ist, dann sind wir eher darauf ausgerichtet, den persönlichen Erfolg zu suchen. Und so werden wir zu egozentristischen Wesen, zu Ego-Wesen. Das heißt, wenn ich von der Generation Ego spreche, dann ist das nicht eine Denunzierung, das ist also, das sind übel, und ich zeige dann mit Finger auf die jungen Menschen, sondern das ist für mich eine kritische Position, die darauf hinweisen soll, dass wir auf dem besten Weg dazu sind, die jungen Menschen wirklich zu Ego-Wesen zu erziehen, die nicht mehr links und rechts schauen und nur mehr ihren eigenen Vorteil verfolgen. Ja, das ist eigentlich eine Frage des Systems und nicht eine Frage der moralischen Verworfenheit der jungen Generation. Das so viel mal zur Einleitung. Als zweites möchte ich Ihnen einen Schauspieler zeigen, an den Sie sich noch erinnern können. Dieser Schauspieler ist ein israelischer Schauspieler, der vor 2 bis 3 Jahren verstorben ist, und dieser Schauspieler, der hat die Hauptrolle in einer Serie gespielt, die der Helmut Dietl gedreht hat und die zwischen 1979 und 1980 im Fernsehen gelaufen ist. Also die Älteren unter Ihnen werden sich dann die Serie vielleicht noch erinnern können, die hat geheißen Der ganz normale Wahnsinn. Die wenigsten, die sich daran erinnern, wahrscheinlich sind sie nicht alt genug, um sich daran erinnern zu können. Ich habe die Serie damals sehr gern gesehen. Und in dieser Serie ist darum gegangen, es ist um Menschen gegangen, die einfach durch den alltäglichen Druck in dieser Gesellschaft so nach und nach in den Wahnsinn getrieben werden. Also das heißt, die einfach nicht so leben können, wie sie wollen, und eigentlich Getriebene sind. Und im Zentrum, also immer am Beginn, ja, ist so ein Prolog gesprochen worden, und da ist immer dieser Satz drinnen vorgekommen, woran es liegt, dass der Einzelne sich nicht wohlfühlt, obwohl es uns allen so gut geht. Ja. Also das ist, finde ich, ein ganz faszinierender Satz, weil er ganz, ganz typisch auch für unsere Gesellschaft ist. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, der es immer besser geht, vor allem wenn man die Situation ökonomisch betrachtet. Das heißt, wir haben generelle Wachstumsraten,
Wir steigern den Wohlstand, wir steigern das Bruttosozialprodukt, wir haben eigentlich in allen wirtschaftlichen Parametern, gibt es eigentlich, auch wenn es dort und da mal eine kleine Delle gibt in der Aufwärtsentwicklung, in diesen Grafiken, aber im Großen und Ganzen ist die ökonomische Entwicklung der Menschheit eine stetige Aufwärtsentwicklung, vor allem in unseren Gesellschaften. Und gleichzeitig, während wir diese Aufwärtsentwicklung haben, die ökonomische, ja, also auf der materiellen Ebene, geht es uns psychologisch betrachtet immer schlechter. Ich werde Ihnen das dann noch zeigen anhand von statistischen Daten. Stichwort wäre Burnout, Stichwort wäre Depression. Ja? Also das heißt, wir haben in den letzten Jahren im Bereich der psychischen Erkrankungen, wenn wir uns die Krankenstände anschauen, Wachstumszahlen erzielt, die schier unglaublich sind. Also das muss man sagen, also das sind Wachstumsraten von 50-60% und in Deutschland ist es mittlerweile der Fall, dass 13% aller Krankenstände im Jahr psychische Erkrankungen betrifft. Also das muss man ja vorstellen. Ne? Also das ist keine Kleinigkeit. Das heißt, offensichtlich, und das ist jetzt der Punkt, ja, offensichtlich kommen wir mit der vor sich gehenden Ökonomisierung des Lebens, ja, und da sind wir alle betroffen, mit der vor sich gehenden Ökonomisierung des Lebens nicht besonders gut zurecht. Und wenn man über Ökonomisierung und Bildungspolitik spricht, dann muss man natürlich sofort über die OECD sprechen. Was ich auch ganz bemerkenswert finde, ist, dass in Europa die OECD eigentlich die Richtlinien für die Bildungspolitik vorgibt, obwohl das keine Bildungsorganisation ist, sondern eine Wirtschaftsorganisation. Und das ist ja auch schon, und allein dieses Symbol, das ist ja das perfekte Symbol dafür, was hier abgeht. In Wirklichkeit geht es hier um eine Landnahme der Bildungspolitik, ja, durch die Interessen der Ökonomie. Das ist genau das, was hier passiert, und es ist auch kein Wunder, dass sich diese Leute mit Bildungspolitik nicht auskennen, ja, weil sie naturgemäß keine Ahnung haben, weil sie Ökonomen sind. Also ich kann eine lustige Geschichte erzählen, ich habe vor 2 Monaten mit einem Vertreter von der OECD in Köln beim WDR in einer Diskussion gesessen, und während der Diskussion haben wir eben über die PISA-Studie, ich bin ein absoluter Gegner dieser PISA-Studie, wer das nur hört, bin ich ja ganz unruhig und nervös, dieses Wort PISA, und habe dort eine Kritik an der PISA-Studie formuliert und gesagt, dass die PISA-Studie in Wirklichkeit nur die Fähigkeiten misst, die man so unter diesem Schlagwort MINT zusammenfassen kann. Ja? Also dass es in Wirklichkeit nur um naturwissenschaftliche Fähigkeiten geht, dass es nur um technische Fähigkeiten und Fertigkeiten geht und dass es vor allem nur um Kompetenzen geht, ja, die einfach jetzt für den späteren Beruf wichtig sind, aber damit eigentlich das, was wir unter Bildung verstehen, dass das zu Grabe getragen wird. Ja? Und da hat sich dieser OECD-Experte hat sich total gewehrt dagegen und gesagt, das ist ja gar nicht wahr und hat mir dann irgendwie Broschüren gegeben, haben mir die vorgelegt und so. Und nachdem die Diskussion vorbei war, sind wir rausgegangen und draußen hat er zu mir gesagt, ich konnte Ihnen das drinnen nicht sagen, weil ich ein Angestellter der OECD bin, aber Sie haben mit Ihrer Kritik vollkommen recht. Also das ist in Wirklichkeit das, was da abgeht. Das heißt, selbst in dieser Institution sehen die Leute, dass hier so etwas passiert wie eine Halbierung der Vernunft. Ja? Also dass wir nur mehr die technische Seite der Vernunft bilden und das, was man früher aus diesem humanistischen Aspekt der Vernunft gesehen hat, dass wir den völlig links liegen lassen. Ja? Alle sehen es, viele leiden darunter, nur öffentlich darf man nicht reden, weil das in der jetzigen Bildungsdiskussion eben keinen Platz hat. Was ist jetzt die Ökonomisierung des Sozialen? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in Wirklichkeit das gesamte Leben der Menschen, und das betrifft jetzt auch Sie als Lehrerinnen und Lehrer, den Imperativen des Marktes unterworfen wird. Und die Imperative des Marktes, das sind Effizienz, Nützlichkeit, Verwertbarkeit, Funktionsfähigkeit und Rentabilität. Das heißt, das sind die Kriterien, die tagtäglich an Ihre Arbeiten angelegt werden, keine anderen. Ja? Und es ist ja nicht verwunderlich, dass was hier bei den Vorrednern zitiert worden ist, ja, dass man letztendlich, ja, das, was Sie Tag für Tag mit Schülern und Schülerinnen machen, letztendlich nur mehr unter dem Kriterium des Outputs betrachtet, den Sie erzielen
in der Herstellung von Humankapital. Also das heißt, in Wirklichkeit geht es nur mehr darum, es geht nicht mehr um den Menschen, sondern der Mensch heißt jetzt Humankapital. Und am Ende des Tages geht es darum, wie ist er geformt und wie ist er geschaffen? Ist er so geschaffen, dass er optimal verwertbar ist? Das sind die einzigen Kriterien, die in Wirklichkeit noch angelegt werden. Und dieser Ökonomisierung werden alle Bedürfnisse, alle Interessen der Menschen untergeordnet. Das Familienleben wird dem untergeordnet. Die sozialen Sicherungssysteme werden dem untergeordnet. Die Politik hat sich dem unterzuordnen. Also das heißt, was jetzt gerade stattfindet, ist, dass das Leben der Menschen durchgehend ökonomisiert wird und dass keine anderen Beurteilungskriterien mehr für die Leistung eines Menschen gelten als Beurteilungskriterien, die im Kontext der ökonomischen Nützlichkeit, zu sehen sind. Das ist der ganz wichtige Hintergrund, den Sie in dieser Diskussion haben. Was daraus folgt, ist ein unglaublicher Schub in Richtung Individualisierung. Ja. Individualisierung ist in Wirklichkeit nur die Vorstufe des Egozentrismus. Ja. Also das heißt, die Menschen kümmern sich in erster Linie um sich selbst und die Menschen stehen im Mittelpunkt der Gesellschaft, der einzelne Mensch und nicht mehr die Gemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es dieses wunderschöne Zitat von Ulrich Beck, der mal formuliert hat, das Individuum wird in unserer Zeit zum zentralen Bezugspunkt für sich selbst und für die Gesellschaft. Und wenn wir jetzt zu den Schülern kommen, dann haben wir es heute mit Schülern und Schülerinnen zu tun, ja, deren größtes Problem im Leben sie selbst sind. Ja. Also das heißt, der Mensch, der postmoderne Mensch ist in hohem Ausmaß selbstreflexiv. Und ich gehe davon aus, dass Sie, wie Sie da sitzen, auch alle schon von diesem Virus befallen sind. Ja? Und auch Sie irrsinnig viel mit sich selbst auseinandersetzen. Ja? Nicht nur damit, wie Sie ausschauen, also das fällt mir auf, dass Sie sich alle damit sehr viel auseinandersetzen, sondern auch, Sie setzen sich ja mit Ihrer Psyche irrsinnig viel auseinander. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen alle irgendwie in Gesprächskreisen oder Reflexionsgruppen ist oder irgendwelche Therapien macht oder sonst irgendwas. Das ist eben das Zeichen für den postmodernen Menschen, der wahnsinnig selbstreflexiv ist. Das heißt, der Mensch, nicht, also neben dem Markt ist der Mensch die zweite gottähnliche Figur, ja, die wir heute auf diesem Planeten begegnet. Ja. Besonders hervorstechend ist diese psychische Selbstbetrachtung. Ja. Also das heißt, die Menschen wühlen in ihrem Innersten herum, ja, um irgendwas zu finden, ja, womit sie sich ihr Verhalten draußen in der Welt erklären können. Ja. Und das geht natürlich nicht. Ja. Und das Zweite ist, ja, das ist auch gar nicht gut, wenn man so viel in sich selbst herumwühlt. Da fällt mir immer das Zitat von Friedrich Nietzsche ein, dass der Mensch, der in sich selbst fliegt, ja, am Ende des Tages in die größten und tiefsten Abgründe fliegt und vor Entsetzen vor sich selbst zurückprallt. Ne? Also das heißt, in sich selbst finden sie größtenteils Entsetzliches. Ja? Und das ist ganz vernünftig, dass die Psyche uns dabei, die Psyche das sozusagen verkapselt, ja, und in unserem tiefsten Inneren versenkt, ja, damit wir da ja keinen Zugriff darauf haben. Also das heißt, desto mehr sie sich mit sich selbst beschäftigt, desto mehr werden sie irgendwann mal ihrer eigenen Schrecklichkeit ansichtig. Deswegen möchte ich sie davor warnen, ja, schauen Sie lieber auf das Leben und leben Sie und da drinnen, das rühren Sie das, wenn es möglich ist, nicht unbedingt an. Muss man nicht unbedingt. Das kann man auch lassen. Ich meine, da wird mir jetzt wahrscheinlich die Interessensvertretung der Psychotherapeuten nachher verfolgen auf dieser Aussage. Mein Gott, aber mit denen bin ich schon fertig. Also da komme ich schon irgendwie zurecht. Jetzt habe ich gerade den falschen Stecker gezogen. Egal, da ist schon wieder da. Das war die psychische Komponente. Das zweite ist die Komponente der Äußerlichkeit. Wenn Sie sich die junge Frau da hinten anschauen, ja, dann ist das ein Wesen, ja, das sich ganz im hohen Ausmaß mit ihrer eigenen Körperästhetik auseinandersetzt. Ja. Und das, was sie gestaltend auf ihren Körper einwirkt, alle Gestaltungsmöglichkeiten ausnützt, die es gibt. Ja. Und das wird wahrscheinlich genau das typische Schülerbild, das wir heute haben. Das heißt, für die jungen Menschen ist es so wichtig wie niemals zuvor, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen,
und den eigenen Körper zu stylen und den eigenen Körper zu optimieren. Ja? Also das heißt, man muss gut ausschauen, ja? Man muss sie richtig anziehen, man muss die entsprechenden Frisuren haben. Es gab noch keine Zeit, wo Frisuren so wichtig waren wie heute. Also es dreht sich de facto alles um die Frisur. Dort, wo man mit Kleidung nicht mehr auskommt, greift man auf den Körper selbst zu. Das heißt, mit Tattoos und Piercings. Das heißt, es werden quasi alle Register gezogen, um aus dem Körper etwas Besonderes und Einzigartiges zu machen. Das ist in Wirklichkeit, hier wird die Individualisierung und der Egozentrismus werden hier sichtbar gemacht. Das heißt, der Kult und das goldene Kalb-Individuum zeigt sich vor allem in dieser Performativität, in dieser Lust an der Selbstdarstellung. Das heißt, Körper gestalten und den Körper zeigen, das ist das Wesentliche. Also der Körper, der über allem schwebt, und der Körper ist das zentrale Identitätsmerkmal des Menschen. Also das heißt, nicht das, was der Mensch im Kopf hat, ist wichtig, ja, sondern das, was er von sich her zeigt. Also Larissa Marol zum Beispiel. Also das heißt, das ist so ein ganzes Beispiel, ne? Das ist ein Exzess der Performance, ne? Also das heißt, das ist ein leerer Signifikant, der gut ausschaut, ne? Also ein leeres Zeichen schaut gut aus, ja? Und allein über das Äußere, positioniert sie sich und wird damit wahrscheinlich reich werden, ne? Also davon ist auszugehen. Die Problematik, die sich uns aber heute stellt, ist, dass dieses Individuum in seiner Stärke, ja, und in seiner Selbstkompetenz überschätzt wird. Das heißt, das Individuum wird auf ein Stärkeniveau, ja, ideologisch hinauflizitiert, und dieses Niveau kann das Individuum nicht leben. Ja? Also dieses Stärkeniveau, ja? Also das Individuum ist nicht so stark, wie man glaubt, dass es heute sein muss. Und die Problematik, die wir heute bekommen, ist, dass das Individuum quasi sich aus den Gemeinschaften herauslöst, ja? und diese Gemeinschaften letztendlich das Individuum vermisst und das individuelle Leben für das Individuum öde und leer machen. Da gibt es einen amerikanischen Philosophen, der das sehr schön beschrieben hat, das ist der Michael J. Sandel, ja, der sehr kritischer Philosoph ist, man muss sich vor dem nicht fürchten, das ist ein in der Wolle gefärbter Konservativer, also der war sogar Berater von George Bush Jr., also das heißt, das ist kein böses linkes Individuum, das da irgendwie subversiv, ja, unsere Gesellschaft ruinieren will, sondern ganz auf gestandener Typ halt. Und dieser Michael J. Sandel, ja, der übrigens ein tolles Buch geschrieben hat, was man für Geld nicht kaufen kann. Das ist einmal irgendwie sehen, dann lesen Sie das zu, ist sehr gut. Ja. Der Michael J. Sandel spricht von einer atomistischen Sozialontologie der Gegenwart, das heißt in Wirklichkeit, die Menschen, also das Selbst wird von der Gemeinschaft entbunden, ja, und es kommt zur Ausprägung des sogenannten ungebundenen Selbst. Und dieses ungebundene Selbst, ja, das hat jeglichen Gemeinschaftsbezug verloren und nicht mehr gemeinsames Handeln steht im Vordergrund, sondern dieses individuelle Handeln. Und dann sagt der Sandel noch was ganz Interessantes. Er sagt, auch wenn dieses ungebundene Selbst kollektiv handelt, ja, auch wenn es kollektiv handelt, bleibt sein Handlungssinn individuell. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet in Wirklichkeit, dass sie die postmodernen Menschen vergemeinschaften, ja, um Ziele zu erreichen, die sie allein nicht erreichen könnten. Das heißt, den Leuten geht es nicht darum, um diese Gemeinschaft, sondern die verzwecken die Gemeinschaft. Die verzwecken die Gemeinschaft dazu, ja, um dorthin zu kommen, wo sie es allein nicht hinschaffen würden. Ja. Wenn ich Ihnen ein konkretes Beispiel dafür nennen darf, das typische ungebundene Selbst unserer Zeit ist der Networker. Ich weiß nicht, ob Sie selbst einer sind oder ob Sie welche kennen oder ob Sie auch schon so einen Kurs gemacht haben. Ja? Also der Networker, wenn der an Sie herantritt, ja? Also wenn Sie irgendeine wichtige Rolle haben, zum Beispiel der prominenten Tisch da, das ist ein Tisch, der als Networker gefährdet. Ne? Das heißt, der Networker tritt jetzt an diese Leute heran, ja, um sich mit ihnen zu vergemeinschaften,
um von denen zu profitieren. Ja? Das heißt, beinhartes Sozialkapital akquisieren. Ja? Also das heißt, es ist vielleicht super, die Frau Roth zu kennen, ja? Mit der bekannt zu sein, ja? Weil da kann man sich vielleicht irgendwo einmal einen Vorteil ausrechnen. Ja? Und dann dazu ist sie relativ bekannt, ja? Das heißt, das ist ein Gesicht, das sieht man auf Foldern und Plakaten, und wenn man sich mit der Frau schmückt, ja? Dann kann ich mich dadurch aufwerten. Ja? Das ist das Prinzip des Networkings. Das bedeutet, Sie werden in Zukunft ja, immer mehr mit Menschen konfrontiert sein, ja, die Sie mit Ihnen vergemeinschaften, ja, denen es aber nie um Sie geht, sondern immer nur mehr um Ihren eigenen Erfolg. Ja, also das heißt, die wollen nur einen Nutzen aus Ihnen ziehen, Sie werden benutzt. Also das Networken ist die Lehre von der Benutzung des Mitmenschen für persönliche Zwecke, von der Vernutzung. Das ist übrigens auch eine Form der Ökonomisierung. Ich habe jetzt gerade wochenlang ein Buch geschrieben, wo ich auch über diese Networker geschrieben habe, und deswegen bin ich ja momentan ein bisschen irgendwie desolat, weil ich wochenlang nur am Schreibtisch gesessen bin und gearbeitet habe. Aber in dem Buch beschäftige ich mich ein ganzes Kapitel lang nur damit, wie man Networker in den Wahnsinn treiben kann. Es ist wieder Zukunft eine ganz wichtige Methode, eine wichtige Frage sein, und da gibt es auch methodische Hinweise. Also zum Beispiel, dass man den Networker absichtlich in die Irre schickt. Ja? Also dass man zum Beispiel sagt, also ich kann Ihnen da nicht helfen, ja? Aber da weiß ich jemanden, der ist da viel geeigneter wie ich, und dort schickt man die dann hin und da weiß genau, das ist ein völliger inkompetenter Mensch zum Beispiel. Ne? Und freut sich darüber, ja, wenn das dann schief geht. Also das heißt, man muss versuchen, in Zukunft diese Networker, wo es geht, zu typieren. Ja, und kann dadurch auch zu einem persönlichen Lustgewinn kommen, wenn man sich bei ihren Scheitern beobachten kann. Das ist ich habe da ein paar Ideen in diesem Buch zusammengefasst, wenn es dann rauskommt, können Sie es dann gern nachlesen, es wird Ihnen sicher helfen und viel Freude bereiten. Also da bin ich überzeugt davon. Also das wäre diese Egozentrisierung der Menschen, ich habe da gerade einen Kampf mit der Technik, diese Egozentrisierung der Menschen, die uns der Sandel gezeigt hat. So. Ich habe das Problem, dass da völlig was anderes ist als bei mir auf meinem Bildschirm. Ich weiß nicht. Die schauen die ganze Zeit auf das Server hin und das hat. Also das ist ja faszinierend. So was habe ich noch nie erlebt. Das Geheimnis, das dürfte schon der Psychotherapeuten verbannt sein. Oder von Network, aber. Dieses Bild ist eingefroren, super laut. Ich würde Ihnen so gerne was anderes zeigen, aber man lässt mich nicht. Das ist irgendwie eine Königin. Naja. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber. Da war so ein Nierde. Na gut. Ich habe gar nichts. Nein, Wilbert hat erzählt Ihnen so was und pfeift mal drauf auf diese Bilder. Kann man nichts machen. So. Ich hätte Ihnen jetzt gern ein Bild gezeigt. Und zwar auf dem Bild wäre drauf das Fernsehprogramm von der Kronenzeitung aus dem Jahr 1962. Ne? Das wird, schaut, dass ich Ihnen das jetzt nicht zeigen kann, das ist jetzt sicher total fasziniert. Ich bin Jahrgang 1960, ja? Das heißt, meine Kindheit im engeren Sinn, ja, hat sich in der ersten Jahreshälfte, in der ersten Hälfte der 60er Jahre abgespielt. Was hat sich 1962 im Fernsehen abgespielt? Relativ wenig. Ja? Es gab ein Fernsehprogramm, ja? Das ist um 18.30 Uhr losgegangen, ja? Und war irgendwie spätestens um 22 Uhr vorbei. Ja? Also ein Fernsehprogramm. Dann hat es gegeben, hat man gesehen, das Bild der österreichischen Fahne, die hat der Wind bewegt, ja, richtet. Und dazu ist die Bundeshymne gegeben und dann war der Bildschirm schwarz, dann war es vorbei. Ja? Kinderprogramm hat es einmal in der Woche gegeben, am Mittwoch um 17 Uhr.
Hallo Kind hat ein Kasperl von. Ja? Das haben wir immer anschauen dürfen. Das heißt, ich habe einmal in der Woche von 17 bis 18 Uhr bin ich vor dem Fernseher gesessen. Ja? Und dann gab es die Kasperl-Post, wer sie kennt. Ja? Da habe ich ab und zu was gewonnen, weil meine Mutter damals wirklich sehr gut gezeichnet hat. Ja? Und da habe ich dann Lineale und Buntstifte gekriegt und alles Mögliche. War aber voll super. Ja? Wenn man heute ein Kind einen Buntstift schenkt, dann denkt sich der wahrscheinlich, hey, was ist mit dem Opa los? Was hat er? Ja, geht es einem nicht gut? Ja? Also damals hat man sich über Buntstifte, Ölkreide und all das Zeug, hat man sich noch sehr gefreut. Ja? So. Werbung hat es gegeben, ja? Und zwar immer von 20.10 Uhr bis 20.15 Uhr. Das hat das Kurzfilmmosaik geheißen, da hat sich gar keiner getraut, dazu Werbung zu sagen. Ja? Und Werbespots sind ganz, ganz, wie sagt man, unprofessionell gemacht worden. Ja? Also zum Beispiel gab es den Desamol-Spot, da wurde gereimt, Zugluft pfeift durch jede Ritze, diesen hier reißt es vom Sitze, jener aber macht ihm klar, dass das gar nicht nötig war, dieser Moll ins Fenster kleben und behaglich weiterleben. Ja? Also wenn heute sowas im Fernsehen kommen würde, wäre es wahrscheinlich wieder ein Riesenerfolg, was so skurril ist. Ja? Also das war die Situation von Kindern und Jugendlichen ja in den 60er Jahren. Wenn Sie das heute mit der heutigen Gegenwart vergleichen, ja? Also ich lebe in Hamburg, wir haben dort, glaube ich, ich weiß nicht, 120 Fernsehkanäle, ja? Wenn wir da bei diesen Sky irgendwas sind, ja? Also da läuft den ganzen Tag irgendwas, den ganzen Tag, die ganze Nacht, rund um die Uhr, ständig wird man quasi bespielt. Ja? Das bedeutet, wenn man das jetzt auf unsere Kinder projiziert, ja? Und da wird, wenn man diese zwei Situationen jetzt nimmt, also auf der einen Seite die 60er Jahre und auf der anderen Seite ja, die Gegenwart, dann sieht man eine Kindheit, ja, die in Wirklichkeit von Medien beherrscht ist, von Bildmedien beherrscht ist und die einer totalen Reizüberflutung ausgesetzt ist. Das ist genau die Problematik. Und wenn Sie sich diese Differenz anschauen, und das einmal reflektieren, werden Sie sich nicht wundern, dass Kinder heute nicht mehr in der Lage sind, sich länger als 10 Minuten auf irgendwas zu fokussieren, ja? Dass Kinder unruhig sind, dass Kinder permanent Reizimpulse brauchen, um überhaupt noch zu irgendwas motiviert zu sein, ja? Dass Kinder kaum mehr in der Lage sind, ein Buch, ja, das in einer linearen Rezeptionsweise zu absorbieren ist, also ein Buch durchgehend zu lesen, ja, das gibt's alles nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach schon irgendwie die mediale Situation, die Kinder und Jugendliche in diese Nervosität, in diese Unruhe versetzt. Ja. Also müssen Sie sich auch einmal vorstellen, ja, also zum Beispiel das Buch. Ja. Ich meine, es ist ja kein Wunder, dass Kinder heute und Jugendliche heute das Buch nicht mehr schätzen, weil es zum Beispiel im Schulunterricht, wenn es nach den Bildungsexperten geht, gar nicht mehr vorkommt. Also wir haben jetzt, also mir hat jetzt ein Lehrer gesagt, von einem Gymnasium, mit dem ich vor ein paar Tagen geredet, der hat zu mir gesagt, es gibt den Begriff Deutschaufsatz im Zusammenhang mit Matura, ja, den gibt es überhaupt gar nicht mehr. Der Begriff ist jetzt Schülerperformance. Also da muss man sich ja fragen, sind die alle völlig hin in der Marine? Schülerperformance, ja. Und Bücher, ja, Literatur, ist mehr oder weniger aus dem Deutschunterricht ausgeschieden worden. Ja. Also da ist, wird kaum mehr etwas gelesen. Das heißt, das Buch ist in Wirklichkeit nichts mehr Gängiges. Und da begegnet mir dann Folgendes, ja, dass ich zum Beispiel bei meinen Studierenden oft sage, das und das Buch würde ich empfehlen. Ja. Und die wichtigste oder die erste Frage, die ich nachher sofort bekomme, ist, heißt das denn, wir sollen das ganze Buch lesen? Ja? Das wirklich das Ganze? Und sie sind dann gewohnt, dass man dann sagt, ja, es genügt aber das vierte und das siebte Kapitel. Gott sei Dank. Ja? Also das Schlimmste ist, wenn man heute dazu jemanden verurteilt, ein Buch zu lesen. Und das, warum ist das so? Das hängt damit zusammen, ja, dass dieses Buch ja, zu wenig Reiz bietet. Ja? Das Buch ist eigentlich langweilig. Ein Buch ist langweilig, weil mit dem Buch keine medialen Reize verbunden werden. Also da ist zum Beispiel besser, ja, also dass man besser unterhalten, wenn man sie diese Hunger-Stories zum Beispiel anschaut, die Tribute von Barnum zum Beispiel. Ja. Also das ist völlig hirnlos, ja, aber irrsinnig, aber wie soll man sagen, gibt irrsinnig viel Reiz her. Ja. Und das Lustige daran ist, dass dieser Schrott heute, ja,
von Empfehlungskommissionen, ja, für 12- bis 14-jährige Jugendliche anempfohlen wird. Also das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Also es wäre, ich habe darüber lange nachgedacht, es wäre genauso wie wenn man empfohlen hätte, die Romane von Konsalik zu lesen. Ja. Weil das ist ein ganz ähnlicher Schrott. Ja. Also da hätte ich gesagt, Kinder ist am besten der Arzt von Stalingrad. Super. Ja. So. Und jetzt hat es die Tribute von Barnett. Ja. Das heißt, eine Geschichte mit Mord und Totschlag, ja, wo sie die Menschen gegenseitig umbringen, ja, wo von 24 am Ende einer überbleiben darf, ja, dann bleibe ich zwar über. Also eigentlich ein Irrsinn. Und das an 12-Jährigen vorzuführen, da muss man wirklich fragen, ob die heute alle noch bei Trost sind, die Menschen, die so etwas tun. Was bedeutet das, diese Medialisierung der Jugend? Die Medialisierung der Jugend bedeutet, dass wir heute so etwas vorfinden wie das, was man performative Ökonomie nennt. Das heißt, in Wirklichkeit leben wir in einer ökonomischen Situation, ja, in der der performative Markterfolg wichtiger ist wie die arbeitsbezogene Leistung. Und dementsprechend soll auch der Unterricht entwickelt werden. Das heißt, wir leben in einer Selbstdarstellungskultur, wo es nicht so wichtig ist, ja, was der einzelne Mensch kann, sondern wichtig ist, wie er sich verkauft. Also das ist das Entscheidende. Und dazu muss die Schule einen Beitrag leisten. Ich kann nur sagen, wir haben ein kleines Unternehmen, ja, und bei uns häuften sich in den letzten 10 Jahren, ja, Situationen, wo sich Menschen bei uns vorstellen, ja, die eine super Performance abliefern, ja, und wo man sich nach 3 Monaten fragt, ja, was kann der Typ überhaupt? Ja? Also das heißt, das ist genau das, das heißt, es geht um, die Leute können sich optimal verkaufen, aber die arbeitsbezogene Leistung, ja, gerade derer, die so gut performen, ja, ist oft extrem schlecht. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die Leute nur mehr dazu erzogen werden zu performen. Ja. Also das wichtigste Element in unserer Zeit, ja, mit dem man heute Erfolg haben kann, das ist Aufmerksamkeit. Das heißt, es gibt, weil heute über Aufstieg und Abstieg gesprochen worden ist, wie kommt man heute zum Aufstieg? Ja. Erstens, man erregt Aufmerksamkeit, ja, das ist der erste. Und zweitens, man passt sich an. Das heißt, Aufstieg durch Anpassung. Das ist genau das Prinzip, was heute herrscht. Und gleichzeitig der permanente Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wie schön wir das jetzt zeigen können, geht aber nicht. Wie heute junge Menschen Aufmerksamkeit zu erregen versuchen. Ja? Und zwar habe ich das aus dem Philosophie-Magazin. Und, und der Artikel, wo das drinstand, das heißt das Ich-Syndrom. Und in diesem Artikel wird ein 14-jähriges Mädchen beschrieben, ja, das sich am Morgen, bevor es zur Schule geht, filmreich schminkt, sich an den Frühstückstisch setzt, sich selbst fotografiert, ihr Frühstück fotografiert und das Ganze dann ins Internet stellt. Also das ist eine performative Existenz. Das heißt, es geht in Wirklichkeit darum, ja, über die permanente Selbstdarstellung oder die bildliche Selbstdarstellung Aufmerksamkeit zu erregen. Und das Problem der Leute, die sich dieser Aufmerksamkeitskultur unterwerfen, ja, ist folgendes. Aufmerksamkeit ist etwas total Flüchtiges. Ja. Das heißt, man hat sie erreicht und sie verschwindet wieder, sie verpufft wieder, sie löst sie in nichts auf. Ja. Deswegen muss diese Aufmerksamkeit, gibt es einen ständigen Wiederholungszwang. Das heißt, es genügt nicht einmal, ja, sein Frühstück ins Internet zu stellen. Und es genügt nicht einmal, sich filmreif geschminkt zu fotografieren, ja, und das einzustellen. Sondern man muss das täglich machen, man muss das permanent machen. Das heißt, das ist wie ein Ball, den Sie aufpäppeln, wenn Sie den keine Energie mehr zuführen, wird er irgendwann am Boden liegen bleiben. Genauso ist es mit der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit muss permanent hergestellt werden. Und wenn Sie das jetzt empirisch nachvollziehen wollen, ja, was da in der Praxis heute abläuft, dann gibt es Zahlen aus Deutschland, 72% der Deutschen haben im Internet schon einmal den eigenen Namen gesucht. Das heißt, wenn ich jetzt in den Saal schaue, 70% von Ihnen haben sich schon einmal selbst gegoogelt. Also das ist, um die persönliche Eitelkeit zu befriedigen, man findet sie dann und freut sich. 91% der amerikanischen Teenager haben schon ein Foto von sich ins Internet gestellt, und im Foto-App Instagram sind bis dato 100 Millionen Bilder publiziert.
Also man muss sich vorstellen, was da abgeht. Und was das neueste Ding ist, ja, was man vielleicht ist Ihnen das in der Schule auch schon begegnet, das neue Ding ist das Sexting. Ja? Also Sexting bedeutet, dass man Texte, ja, und Bilder mit sexueller Konnotation, die sexuell aufgeladen sind, ins Internet stellt. Ja? Also das breitet sich wie die Seuche aus, und dass man nur sieht, ja, wie wichtig das geworden ist. Also der Begriff Sexting ist im Jahr 2011 ins Oxford Dictionary aufgenommen worden. Also das heißt, das ist sozusagen die Heiligsprechung. Ja? Also das ist dann ein Begriff, wenn Sie einen Begriff entwickeln, wenn es einen Begriff gibt, dann wird der Heilig gesprochen, indem man das Oxford Dictionary aufgenommen wird. Was wir hier sehen, ist eine neue Form der Schamlosigkeit. Ja? Eine neue Form der Schamlosigkeit. Schamlosigkeit, einerseits seinen Körper herzuzeigen, aber wichtig auch, das muss man auch sagen, Schamlosigkeit im Hinblick auf seine psychischen, auf die psychischen Offenbarungen, die uns Menschen geben. Ich weiß nicht, ob Sie auch darunter so leiden wie ich, ja? Aber ich erlebe es immer häufiger, dass Menschen, ja, sich mit mir treffen, ja, und dann das Innerste nach außen kehren und mir Dinge erzählen, die ich gar nicht wissen will. Ja? Und man sagt dann, bitte erzähl mir es nicht, ja? Aber es ist schon zu spät. Ja? Also das heißt, und das geht hin bis in diesen Beziehungsdetails, ja, bis ins Sexuelle hinein, wo alles, also man muss sich heutzutage mal nicht davor gefeit, unbedingt, ja, um sich irgendwas über irgendwelche persönlichen Probleme mit Erektionsstörungen und Ähnliches anzuhören. Und man will es nicht hören, ja. Man will es nicht wissen, ja? Aber die Menschen fühlen sich offenbar verpflichtet oder versuchen sich selbst zu heilen dadurch, dass sie diese Dinge permanent entäußern. Ja? Das heißt, sie behandeln uns am Ende des Tages, werden wir ihre Psychotherapeuten. Ja? Das heißt, das nach außen kehren des Inneren, ja? Das ist in Wirklichkeit diese postmoderne Schamlosigkeit, ja? Die sich furchtbar ausbreitet, und die schlimmsten sind dann die dann da ins Fernsehen gehen, ja? Und das im Fernsehen erzählen, was sie, die sie bei der Barbara Karlich auf die Bühne setzen, ja? Und dort ihren Schmarrn erzählen. Ja? Und dann gibt es noch immer solche Deppen, die sie vor den Fernseher setzen und das mal anschauen und sie das anhören. Ja? Also das ist, wenn man von Schamlosigkeit. Wenn man von Schamlosigkeit spricht, dann ist genau das ist es. Ja? Schamlosigkeit, das bedeutet nicht nur, ich zeige meinen Körper, nicht? So ein körperbezogener Exhibitionismus, also Schamlosigkeit, also ich stülpe mein Innerstes nach außen, ja, und mache mich transparent. Also das heißt, die Leute machen sich selbst transparent und vielfach checken sie gar nicht, dass dadurch, dass man sich transparent macht, ja, die soziale Umgebung sie beherrscht. Ja? Also das heißt, man macht sie erpressbar. Ja? Das transparente Wesen ist erpressbar. Eine kleine Geschichte. Wir sehen heute aus den USA, ja? Dass sich immer mehr Kinder, ja, über den Umgang ihrer Eltern mit den digitalen Medien beschweren. Ja? Also gibt es eine Autorin, die Sherry Turkle vom MIT in Boston, die hat ein Buch geschrieben, und in dem hat sie festgestellt, dass immer mehr Kinder, ja, immer mehr Teenager ihre Eltern auffordern, beim Mittagessen ihr Handy wegzulegen. Also das heißt, die sitzen mit den Eltern beim Mittagessen und die Eltern haben pausenlos dieses Ding in der Hand, ja, und die Kinder haben das Gefühl, dass sie ihre Eltern diesem Gadget mehr zuwenden als ihnen. Ja? Also da wird berichtet von Kindern, die von der Mutter abgeholt werden, von der Schule, und die Mutter wirft ihnen gerade einen flüchtigen Gruß zu und startet dann gleich wieder in das iPhone und dort irgendwas kommunikativ zu entäußern. Das bedeutet, was sich heute teilweise bei Kindern schon entwickelt in den USA, dass sie mit ihren Eltern um die Aufmerksamkeit ringen, und die Gegner sind die digitalen Medien. Also das heißt, Eltern, die sich halt mehr mit den digitalen Medien beschäftigen als mit ihren Kindern, Kinder, die sich mehr mit den digitalen Medien beschäftigen als mit der Schule oder mit ihren Eltern. Wenn sie mal in den Zug einsteigen oder in Wien in die U-Bahn oder in Hamburg, die halbe Belegschaft starrt in dieses Sichtfenster hinein. Ja? Also das heißt, versinkt
versinkt in diesen Sichtfenstern und ist de facto in der realen Welt nicht mehr zu Hause. Ja. Deswegen bin ja ich ein Vertreter der Position, dass man sagt, es geht darum, dass wir unseren Kindern digitale Diät verordnen. Also das heißt, dass man nicht nur den fetten Kindern eine Diät verordnet, was das Essen betrifft, sondern dass man den Kindern, den überstimulierten, hyperaktiven Kindern eine Diät verordnet, was den Umgang mit den digitalen Medien betrifft. Übrigens, große Unternehmen machen das schon. Es gibt in Deutschland große Industriebetriebe, die starten ihren Beschäftigten nur mehr 2 Stunden am Tag ihre Mails abzurufen, weil dadurch die Arbeitsleistung extrem sinkt. Also das heißt, die Leute, die permanent online sind, das weiß man, bringen in der Regel eine schlechtere Leistung. Ja? Die Sherry Turkle hat das übrigens erhoben beim MIT, die hat eine Erhebung gemacht, die hat empirisch erhoben und hat in dieser Erhebung unterschieden die Leistung von Studierenden, die mit offenem Laptop in der Vorlesung sitzen und die ohne Laptop in der Vorlesung sitzen. Die mit offenem Laptop in der Vorlesung sitzen, haben durchwegs die schlechteren Leistungen erbracht. Und ich kann das bestätigen, das ist bei mir in den Vorlesungen genauso. Ich kann das schon gar nicht mehr sehen, ja? Wenn einer diesen scheiß Laptop offen hat und man sieht nur mehr die Stirn. Ja? Also das ist sowas von erbärmlich eigentlich. Ja? Also nicht zum Ertragen. Ja? Also deswegen bin ich schon irgendwie, ich weiß nicht, das geht in einem super Alter. Deswegen bin ich so weit, dass ich mit den Leuten, dass ich mich schon bemühe, ja, den Leuten zu sagen, sie sollen das bei mir besser nicht machen, ja, weil sie sonst bedroht sind, davor eine schlechtere Zensur zu bekommen. Weil ich hab auch Vorurteile, ich meine, ich bekämpfe die zwar, ja, aber man absicht nicht immer. Ne? Und dann zahlen die Leute drauf. Ja. Also insofern tun die das dann auch. Ne? Die denken sich zwar, der alte Trottel, was der da immer für komische Ideen hat, aber sie machen es dann und es ist für die Kommunikation im Allgemeinen angenehm. Ich möchte dann noch ein zweites Geheimnis verraten, das auch in Wirklichkeit niemand weiß, ja, aber das aber in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Ja. Und zwar das ist das Geheimnis, dass es Multitasking-Fähigkeit nicht gibt. Das heißt, Multitasking ist nicht möglich. Ja. Auch da gibt es Untersuchungen am MIT. Ja. Sie können nicht gleichzeitig 2 kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten verrichten. Das heißt, wenn jemand von Ihnen rausbieten würde, einen Kopfhörer aufsetzen würde und Sie hören auf jeder Seite ja, einen anderen Text vorgetragen, ja. Sie können nur einem Text folgen und einem Text zuhören. Ja? Das heißt, Multitasking ja, ist in Wirklichkeit ein Phänomen, ja, das die Leistung verschlechtert, weil die Aufmerksamkeit, die fokussierte Aufmerksamkeit dadurch gestört wird. Ja? Also das heißt, die Multitasking-Fähigkeit ist ein totaler Quatsch, ein totaler Unsinn ja, und de facto nicht möglich und ruiniert nur die Qualität unserer Aufmerksamkeit, unserer Arbeit, weil sie unsere Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ding von dem, was wir tun, ablenkt. So, ich komme jetzt zum Schluss. Das mit den Bügeln habe ich noch immer nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, das ist ganz faszinierend. Ah, Wahnsinn, jetzt am Ende scheint es wieder zu werden. So, okay. Ja, gut, also die letzten 2 Folien gestern noch, war super. Ja? Ich bin jetzt zum Schluss, weil das einer meiner Lieblingsautoren ist, habe ich Ihnen noch den Theodor W. Adorno mitgebracht. Der hat in Wirklichkeit hochinteressante Aufsätze über die Erziehung geschrieben. Ja? Also das ist ein berühmter Philosoph, der sich auch mit Erziehung beschäftigt hat. Übrigens, der Theodor Adorno ist 69 gestorben, ja? An einem Herzinfarkt. Ja? Man sagt, dass er deswegen gestorben ist, ja? Weil er sich so aufgeregt hat darüber, dass im Zuge der 68er-Bewegung eine Studentin auf die Bühne, auf den Katheder gesprungen ist ja, und sich das Oberteil ausgezogen hat und dann barfußig vor ihm gestanden ist. Und das der Adorno, ja, für den war das ein Kulturschock, ja, weil das war ein total nobler, schamhafter, zurückhaltender Mensch und der hat so eine Exhibition nicht ertragen ja, und ist dann kurz darauf verstorben. So, ja. Also, ich weiß es nicht, ob er wirklich so empfindlich war. Ja?
Aber da sieht man, dass man mit Schamlosigkeit einiges anrichten kann. Im Übrigen, ja, aber so schamlos dürfte das gewesen sein, weil der Adorno war häufig in Wien und man sagt ihm nach, er hätte ein Verhältnis mit der Lotte Tobisch. Ja, also, weiß nicht, also der Opernball redet. Ja, also, die war damals mit dem Adorno sehr eng befreundet. Jedenfalls, womit sich der Adorno auseinandersetzt, ist, dass das Bildungssystem, sagt er schon in den 60er Jahren, ja, so ausgelegt ist, dass es den anpassungsbereiten, autoritären Charakter vorsieht. Ja. Und dieser anpassungsbereite, autoritäre Charakter, ja, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, der nicht gelernt hat, ja, seinen eigenen Verstand unabhängig vom Einfluss anderer Menschen zu benutzen. Also wie wir das zum Beispiel beim Immanuel Kant lesen. Ne? Der sagt, was ist Aufklärung? Aufklärung ist die Fähigkeit des Menschen, seine eigene Unmündigkeit zu überwinden und seinen Verstand unabhängig vom Einfluss anderer zu benutzen. Also das heißt, selbstständig denkender, autonomer Mensch. Ja? Also das ist das, was der Adorno fordert, der sagt, letztendlich ist der Grund des deutschen Faschismus, ja, darin gelegen, ja, dass das lauter Menschen waren, die nicht die Freiheit und Autonomie nicht ertragen können und eine Irrkunst und eine irrsinnige Lust dabei empfunden haben, sich zu unterwerfen. Ja? Und meiner Meinung nach sind wir jetzt gerade dabei, wieder so einen Menschentypus zu erziehen. Also ein Menschentypus, der nicht selbstständig denkt, der nichts weiß, ja, dem er irgendwelche Kompetenzen antrainiert, ja, die er dann in irgendeinem betrieblichen Kontext ja, ohne Sinn und Verstand immer wieder repetiert. Ja. Also das ist in Wirklichkeit die postmoderne Bildungsideologie, ja, die uns heute entgegenschlägt. Und der Adorno hat gesagt, wenn wir einen Menschen heute zu einem Demokraten erziehen, dann müssen wir bei ihm zwei Fähigkeiten vermitteln. Ja? Die erste Fähigkeit ist, dass er das Nein sagen lernt. Also das heißt, lernen Nein zu sagen. Ja? Ganz wichtig. Ja? Und das zweite ist, ja, dass er selbstreflexiv ist, ja, und auch die Stärke hat, bei Dingen, die von ihm verlangt werden, nicht mitzumachen. Wenn er der Auffassung ist, ja, dass das nicht seiner Überzeugung entspricht und dass das nicht richtig ist. Und jetzt habe ich nicht mehr den Papst, also der Papst kommt nicht mehr vor, es bleibt der Adorno, er hätte ein wunderschönes Bild vom Papst gehabt, aber der wird auch hier von dieser Maschine nicht angenommen, möglicherweise steckt da der Satan drin. Aber jedenfalls, der Papst, sagt ganz im Sinne von Adorno und dessen, was wir heute diskutieren, ja, Die große Gefahr der Welt von heute ist eine individualistische Traurigkeit, die aus dem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht. Ja? Ich finde, das ist ein Zitat, ja? Das ist diese individualistische Traurigkeit. Ja? Damit kommen wir wieder zu dem Anfang zurück. Und was der Papst irgendwie damit zum Ausdruck bringt, ist, wenn er sagt, das bequeme, begehrliche Herzen, ja? Dann bringt er damit zum Ausdruck, das ist der postmoderne Konsument, ja? Der vor sich hin konsumiert, dem der Zugang zu allen, ja, zu allen Konsumgütern immer einfacher gemacht wird, ja, der diesen ganz bequemen Zugang dazu hat. Also vergleichen Sie die 60er Jahre mit heute. Also bei mir hat es, ich bin am Land aufgewachsen, einmal im Jahr hat es einen Kirchtag gegeben, ja, und einmal hat es einen zweiten Winter einen Markttag gegeben, und das sind die Eltern und die Großeltern mit mir zum Markt gegangen und da habe ich dann ein Spielzeug bekommen. Also ich kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet hat für mich, ja? Irgend so ein Spielzeughubschrauber zu kriegen. Das war ein Heiligtum. Ja? So, heute ist es ganz bequem, den Zugang zu Konsumgütern zu bekommen. Ja? Das heißt, du gehst aus dem Haus, ja, gehst ins nächste Geschäft, ja, und alles steht vor dir. Ja? Und es ist am Ende des Tages nichts mehr Besonderes, was man bekommt, ja, was entsteht durch so eine Art von Konsum, ja, eine permanente kognitive Dissonanz. Letztendlich befriedigt uns das gar nicht mehr, sondern wir sind in Wirklichkeit, kaum haben wir irgendwas, ja, ist uns das schon wieder nicht mehr wichtig und muss durch etwas anderes ersetzt werden. Wie ist es bei Kindern kommt das recht häufig vor, dass sie so viel bekommen, dass sie das einzelne Gut nicht mehr zu schätzen wissen. Und daraus entsteht dann was der Papst meint, diese individualistische Traurigkeit. Die individualistische Traurigkeit, das heißt, ist der konsumierende Mensch, den der Konsum nicht mehr glücklich macht. Ja? Also das heißt,
Also diese permanente Wiederholung des Konsumaktes und am Ende des Tages werden wir nicht einmal mehr von dem Wichtigsten, was wir heute in unserem Leben angeboten bekommen, um glücklich zu sein, zufriedengestellt, nicht vom Konsumieren. Ja? Also das heißt, das ist das Schlimmste und das ist diese individualistische Traurigkeit. Und da gibt es einen englischen Autor, der sagt dazu, das ist auch ein Lehrer, der sagt, das Schlimmste, was er in der letzten Zeit erlebt hat, ist, dass er immer mehr mit Kindern konfrontiert wird, die nichts mehr anderes können, außer genießen. Also das heißt, in Wirklichkeit sind es Kinder, ja, die können nur konsumieren, ja, die haben nichts, und die sind aber unfähig zu irgendwas anderem. Ja. Und er spricht dann von der sogenannten depressiven Hedonie, der sagt, also das sind Leute, ja, die versuchen, Lust zu gewinnen, ja, und diese Versuche des Lustgewinns scheitern aber, und am Ende des Tages werden sie depressiv. Das heißt, sie sind mit dem, wo ihnen, das ihnen das Glück verspricht, eigentlich am Ende nicht mehr glücklich. So, ich komme zum Ende. Das Ende ist, was können wir tun? Was wäre ein Ansatz, ja, um diese Problematik etwas zu entschärfen? In Wirklichkeit geht es darum, ja, dass man den Jugendlichen wieder Sinnquellen öffnet. Ja. Weil es ist davon auszugehen, dass wir heute in einer Welt leben, die von einem massiven Sinndefizit beherrscht ist. Das heißt, die Menschen, die in dieser Welt leben, haben ein Sinndefizit. Ja. Das kann man deswegen konstatieren, weil man heute in der Psychologie einen Unterschied macht zwischen Sinnerlebnissen und Glückserlebnissen. Was der Mensch heute noch hat, ist Glückserlebnisse, die aneinander, kurze Glückserlebnisse, eines nach dem anderen, die im Prinzip aber nichts mehr miteinander zu tun haben. Ja? So entsteht keine Identität. Sinn ist immer eine Frage der Identität, ist eine Frage davon, wie sehr man in der Lage ist, sein Handeln in einen größeren Zusammenhang zu sehen. Ja? Und das ist das, was heute, ja, jungen Menschen in der Regel gar nicht mehr gelingt. Ja? Und das ist das, was heute auch gar nicht mehr gefragt ist. Ja? Weil vielfach sagt man, was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die heute ein junger Mensch haben muss. Ja? Und die wichtigste Fähigkeit zuerst ist Flexibilität. Ja? Also das heißt, flexibel sein, mal dort, mal da sein, ja? Sich nicht festlegen lassen, für alles offen sein. Und das zweitwichtigste ist die Fähigkeit, sich mehrere Male im Leben neu zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, dass ich für einen kompletten Irrsinn halte, sich mehrere Male neu zu erfinden, was ja der Austritt aus der eigenen Geschichte ist. Ja. Es geht letztendlich darum, dass man den Menschen wieder dazu bringt, dass er Sinnerfahrungen machen kann. Das heißt, dass er etwas erleben kann, was über das Glück des Augenblicks hinausgeht. Und über das Glück des Augenblicks hinauszugehen bedeutet, nicht nur etwas, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ja. Glück entsteht dann, wenn man etwas für sich selbst tut. Sinn entsteht dann, wenn man etwas mit anderen gemeinsam für andere tut. Also das ist die große Differenz. Das heißt, Individualisierung, Egozentrismus kann eigentlich nur spontane, kleine Glücksgefühle hervorbringen. Der große Lebenssinn entsteht immer dadurch, dass man gemeinsam mit anderen im Sinne einer Gemeinschaft, ja, handelt und etwas für den anderen tut. Ja. In Wirklichkeit liegt für mich der Schlüssel zur Lösung dieser Problematik genau da drinnen. Das heißt, wieder stärkere Konzentration auf das, was Gott sei Dank noch am Land gibt und was in der Stadt schon großteils vernichtet ist, auf die kleinen Gemeinschaften, in denen sich Menschen uneigennützig zusammenfinden, ja, und nicht nur deswegen kollektiv